Moin und herzlich willkommen zum nächsten Folge Landwirtschaftssimulator 2015 auf der OGF Biomap mit mir, dem Chris LP, heute. Ja, wir sind heute mal ein bisschen alleine hier, mal ein Part oder zwei Parts alleine hier, denn ich möchte mit euch heute mal ein bisschen über das Gold-Addon unterhalten, das, was wir schon im letzten Part schon ein bisschen angesprochen haben, die ersten Eindrücke und so. Heute ist der Freitag, also gestern kam die Gold-Edition raus oder das Gold-Addon. Pünktlich um 0:00 war es verfügbar auf der Farming Simulator Homepage. Ich hatte es ja schon früher aus einem Geschäft geholt am Samstag und darum konnte ich das da schon ein bisschen testen und ein bisschen schon was aufnehmen. Und ja, ich möchte einfach heute mal einfach meine Meinung loswerden. In den nächsten Parts werde ich mir ein paar Leute noch dazu holen, wie Lukas, Christian, Fabi vielleicht noch. Enrico, einfach ein paar Leute dazu holen, die auch ihre Meinung loswerden dürfen dann. Also ich sag mal, in den nächsten zwei, drei Parts wird es noch ein bisschen über das Addon gehen. Ich sag mal, zwei Parts. Im dritten Part wird es dann eher um das Lenkrad gehen, weil Christian hat es sich ja vorbestellt. Und ja, den möchte ich eigentlich auch mal wieder dabei haben. Ja. Wie fangen wir am günstigsten an? Wir fangen einfach mal mit der Map an, würde ich sagen. Also ich muss sagen, was... Also als allererstes, was sehr auffällt, sind einfach die richtig geilen, hammer texturierten Gebäude. Also die fallen jedem auf. Also wenn man die sieht, dann fühlt man sich wirklich gleich richtig auf einer osteuropäischen Map. Also das muss ich wirklich sagen, weil einfach die Gebäude richtig alt, richtig verrostet, texturiert sind. Also wie soll ich sagen, man sieht halt einfach Rostflecken schon, man sieht den Dreck schon ein bisschen an den Silos, wie an den Saatgutsäcken, da sieht man den Dreck schon ein bisschen. Sonst an den Häusern, wenn man durch den Ort fährt jetzt oder durch die Stadt, ist es halt typische Plattenbauten mit einem sehr nicht gepflegten Aussehen, also halt wie früher, dass die Gebäude nicht sehr gepflegt, halt auch nicht sehr gut instand gehalten aussehen. Also wenn man durch die Stadt ein bisschen fährt oder durch diesen Ort, Sosnowka, da kann man es ja erkennen, was da jetzt Sache ist, eigentlich wie die Gebäude aufgebaut sind. Und ich muss sagen, also das Dorf und so, die ganzen Gebäude, also auch, ja, der Stall schaut richtig geil aus, aber was ich auch im Gold-Addon Let's Play angesprochen habe, was ich und Fabi sehr feiern, ist diese Werkstatt oder Maschinenhalle und Werkstatt, wo man diesen Werkstattgraben mittendrin hat. Also, das muss ich sagen, den feiere ich richtig hart. Also, den werde ich auch mal austesten, was der jetzt so hält. Nach diesem kurzen Cut bin ich wieder hier, dann mein Handy hat geklingelt und ja, wir waren bei dem Werkstattgraben stehen geblieben. Ich und Fabi feiern den ja richtig und den werde ich auch austesten. Also da werde ich auch mal diesen Zetor Crystal drauf fahren oder wenn wir vielleicht mal ein Dings haben, ein Kirovets. Den früher hatten wir ja, hat man es so gemacht auf dem Community-Server einfach, dass man, wie soll ich sagen, einfach ein zwei Radlader genommen hat, einen hinten, eine vorne und dann den, wie soll ich sagen, den Kirovets angehoben hat, dann hatte man schön die Gelenke sehen können, hat man sagen können, Gelenkverschleiß oder sowas. Ja, das kennen ja welche eigentlich schon und sowas möchte ich vielleicht auch mal ein bisschen Spaß reinbringen in dieses Gold-Addon Let's Play. Vielleicht mal sagen, ja, der Crystal, Zetor Crystal muss in die Werkstatt, weil er, keine Ahnung, Motorschaden oder sonst was hat, kann man ja ein bisschen dann zeigen mit der Werkstatt bucht oder so, dass man mal in einem Part nicht benutzt. Das muss ich sagen, ist eigentlich richtig geil gemacht, diese Werkstattbucht. Und ja, auch der Stall gefällt mir. Der ganze Stall richtig alt und dann steht halt dieser neue Melkroboter drinnen oder dieser Melkstall, sag ich mal, wo man melken tut, Melkunterstand. Auch diese Kuhbürste, die schon ein bisschen abgenutzt drin steht. Also man sieht schon, dass da ein paar Kühe schon am Schuppeln und Kratzen waren, sehe ich. Also die hat schon ein paar gute Jahre überlebt, muss ich sagen, und ja, das muss ich sagen, ist halt richtig geil gemacht. Auch mal ein anderes Detail, wenn man jetzt beim Shop irgendwelche Sachen einkauft, das habt ihr ja auch sicher schon gemerkt. Also, wenn man da Fahrzeuge kauft, die ganzen normalen Drescher, Schlepper, Scheunen in der Innenhalle, die ganzen Schneidwerke und so. Und Pflüge, Gruppe werden draußen platziert. Finde ich richtig geil gemacht, weil
Und dieser Shop überhaupt, das ist mal ein richtig geiles Gebäude, großes Gebäude. Einfach mal wieder was anderes, nicht immer diese kleinen popeligen Gebäude von, keine Ahnung, ihr kennt das ja vom 13er und so. Sie wurden im Lauf der LS-Zeit halt immer größer, aber so wie er jetzt ist, gefällt es mir richtig gut, weil man joint halt nicht immer gleich vor der Bucht irgendwo, da werden deine Maschinen hingepflanzt. So joint man einfach mal innen in der Halle und ja, wie soll ich sagen, man sieht's halt. Finde ich halt richtig geil einfach, wenn man. Und ja, was ist noch so auffallend auf der Map? Es gibt ja verschiedene Tümpel, Teiche und so Gräben oder Bachläufe. Das muss ich auch sagen, das gefällt mir richtig gut, weil wenn man in das Wasser jetzt mal reinsteigt, unten im Wasser sieht man richtig die Fahne, die Teichrosen, sage ich jetzt mal. Schade, dass keine Frösche oder sowas mal drinnen sind oder irgendwie noch Schilf am Rand. So viel Schilf habe ich jetzt nicht gesehen, aber halt man sieht einfach, wenn man auf so einer Brücke ist, man sieht die Schluchten oder diese Bäche, wie das Wasser schon geformt hat. Also man sieht richtig, dass das Wasser schon mal ein paar Mal über die Ufer getreten ist und einfach ein bisschen natürlich gehalten, ein bisschen realitätsgetreu gehalten ist, muss ich echt sagen. Das ist top, also gefällt mir richtig. Und ja, also die Wasserplan ist top, wenn Mod-Maps so eine auch mal so eine ähnliche in solche Maps noch reinbringen würden. Dann würde ich sagen, das ist einfach top und ich würde jetzt Giants empfehlen, einfach auch wie soll ich sagen, solche Wasserplanen auch wieder mit reinzubringen in so eine normale Standard-Map. Und zum Beispiel, wenn jetzt im LS17 eine neue Map rauskommt, können sie ja solche richtig tollen Wasserplan benutzen. Einfach auch richtig tolle, austexturierte Gebäude. Also, hier im LS Gold Addon schon richtig geil aus. Man hat wenig Felder, aber dafür hat man halt richtig viele Abladestellen, wie die Sägerei, wie den Holzverkauf, den Dorfgemeinschaftsspeicher, die Mühle. Dann hat man eine Bäckerei, wo man es abliefern kann. Dann hat man irgendwo ein Güterbahnhof noch und alle möglichen kleinen Sachen. Dann gibt es Silos, wo man Gras abkippen kann. Auf der Björnholm waren es irgendwo so doofe, wie ich es jetzt sage, einfach bescheidene ja, Grashügel, wo man sein Gras hingekippt hat und verkaufen konnte. Hier sind es einfach richtig geile Silos. Einfach ein bisschen, ja, realitätsgetreu gehalten, einfach mal wieder. Viele Tankstellen auch, die auch richtig alt ausschauen. Auch am Hof jetzt hier die. Wo das Tankfass ist, ist richtig verrostet. Klar hätte die Anzeige, ist ja so eine Tankanzeige vorne drauf, die hätte noch ein bisschen genauer sein können, aber das sind jetzt Kleinigkeiten. Kann man ja in so einem kleinen Patch bestimmt noch beheben. Und ja, ich muss sagen, also zur Map kann ich bloß sagen, also wenn es jetzt eine Mod-Vorstellung wäre, würde ich zu der Map sagen, 5 von 5 Punkten. Die Map ist richtig geil. Ja, weil es einfach schöne Texturen sind, schöne Felder. Von klein bis groß, also von klein bis mittelgroß und würde ich sagen, kommen wir noch zu den Fahrzeugen, wo wir jetzt da oben sind. Man hat ja die vier Traktoren, diesen Zetor Crystal, den Zetor Major und halt bis 150 PS. Das muss ich sagen, finde ich richtig gut gemacht, diesen ganz kleinen popeligen Zetor Major 80, finde ich richtig geil gemacht. Und ja, ich muss sagen, also sie schauen richtig, also für LS-Verhältnisse sind sie richtig gut geworden schon, muss ich sagen. Also sie nähern sich so langsam wirklich. Man sieht so wirklich, dass sie wirklich auch unter Druck schon ein bisschen stehen, weil es gibt ja viele, ja, wie soll ich sagen, Nachfolger und andere Spiele, wo gerne ein bisschen den LS auch verdrängen wollen, würde ich sagen jetzt mal. Also es gibt ja viele Spiele. Und Mods auch, also die Mod-Fahrzeuge schauen manchmal wirklich top aus und manchmal sogar richtig, ja, wie soll ich sagen, wenn sie solche Fahrzeuge haben, richtig geil aus. Auch diesen etwas älteren, also nicht immer diesen neuen Zetor, sondern auch einfach mal so einen kleineren alten Zetor mal genommen, diesen Crystal mit 120 PS. Ich habe mir halt noch so gewünscht, wenn es einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach, ja. Ich soll es jetzt beschreiben, einfach mal ein bisschen mehr PS noch hätten und bei diesen Geräten auch einfach ein bisschen mehr
mehr PS, Geräten, mehr Arbeitsbreite drin wäre, weil ihr habt es ja gesehen, 3 Meter und dann ist Feierabend. Den Düngerstreuer hätten sie ruhig eine Nummer noch größer machen können, wäre richtig gut gewesen, aber naja, vielleicht kommt ja wirklich in dem Patch noch ein paar 6 Meter Sachen, das würde ich richtig feiern sogar. Also, so. Das würde ich richtig feiern sogar, weil wäre halt einfach so eine schöne Sache, eine schöne Erweiterung und ja, würde halt richtig gut passen dazu. So, die 3 Meter sind schon ein bisschen klein, wenn ich so Felder ansehe wie Feld 18 auf der Sosnovka Map. Ja, mit 3 Meter wird es ja schwierig und dann muss man sich halt erst überlegen, ja, nimmt man sich einen Mod rein. Oder guckt man, dass man einfach irgendwie 2-3 Meter Grubber nimmt oder irgendwie so einen Horsch noch mit reinnimmt, so einen Horsch-Choker, so eine Scheibenecke. Ja, das ist so Sachen, wo ich halt im Let's Play auch machen möchte. Ich will halt da auch nicht zu neue Maschinen mit reinnehmen, weil ich finde halt, so eine osteuropäische Map lebt halt davon, wenn es alte Maschinen sind, sage ich jetzt mal. Drum will ich auch in diesem Let's Play nicht zu neue Maschinen, drum werde ich da auch ein bisschen nach Oldtimer-Mods in PS-Klasse ab 150 PS suchen, also Kirovets, der wird dabei sein, da werde ich mich für durchsetzen. Da müssen wir halt noch gucken nach irgendeiner Gruppe, vielleicht noch einen größeren, eine Seemaschine, so eine ältere, irgendwo habe ich schon was gesehen. Also das gefällt mir richtig gut. Und ja, diese Cedo-Maschinen kann man auch richtig gut mal in einem anderen Let's Play nehmen, zum Beispiel wenn mal jetzt von welchem Modding-Team kommen? Klassiker Landwirtschaft kommt ja jetzt dann auch bald raus. Da hat der liebe Carbon ja schon ein paar Videos davon gemacht. Und ja, ist halt einfach richtig geil und Forbidden Mods, genau so heißen sie, die bringen den Klassiker der Landwirtschaft raus. Neue Maschinen, neue Fahrzeuge, neue Drescher schon drin. Ich habe schon ein paar Bilder auf Facebook gesehen. Also, das schaut richtig geil aus, muss ich sagen, schon. Und ich freue mich auf dieses. Vielleicht gibt es mal ein Forst Let's Play, dann wirklich. Ein Oldtimer Let's Play auf so einer kleinen Map, Wildbachtal. Oder vielleicht kommt ja noch eine. Da ist vor kurzem von TuneWars so eine kleine Minimap rausgekommen. Und ja, da könnte man auch richtig gut noch so ein bisschen was machen. Und drum, da könnte man ja vielleicht noch so ein Zetor Crystal mit reinnehmen, wenn es im Singleplayer bleibt, weil Multiplayer ist halt immer das Problem. Da haben wieder die Leute das Addon nicht, dann haben sie das nicht und ja, ist halt ein bisschen schwierig, aber ja. Also ich muss sagen, von den Fahrzeugen her, auch von den Texturen von den Fahrzeugen und Geräten vor allem dem, ich muss sagen, finde ich richtig nice geworden, muss ich sagen. Also gefällt mir, ist eigentlich für mich Bombe. Das Addon ist halt die. Nochmal zu der Map zurückzukommen, sie ist halt einfach eine der besten Standard-Maps, muss ich sagen. Sie gehört zu den besten Standard-Maps wie Hagenstedt im LS13, so die Westbridge Hills-Karte, die Bjornholm. Ja, ich muss sagen, Bjornholm hat auch schöne Ecken, aber sie gefällt mir einfach nicht. Sie ist einfach so, keine Ahnung, sie passt irgendwie nicht in LS rein. Sie hätten es nochmal bisschen überdenken müssen, diese Map bisschen vielleicht neu machen, vielleicht irgendwie ein Modding-Team nochmal reinholen müssen. Dann wäre das richtig geil geworden und dann wäre die Map auch vielleicht ein bisschen besser geworden, sagen wir es mal so. Und ja, aber wir sind jetzt auch schon wieder am Partende und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, schreibt doch auch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, ich würde sagen, ich entschuldige mich noch für den Telefonanruf von jemandem. Ja, da muss ich jetzt eh zurückrufen dann. Und ja, dann würde ich sagen. Macht es gut und bis dann. Tschüss.